Ja, herzlich willkommen zu Chessy TV Talk. Heute wieder zwei Gäste mit Jana Schneider und Fiona Sieber. Herzlichen Dank erstmal dafür, dass ihr beide gekommen seid, denn morgen ist noch eine schwere Runde für jeden von euch bei dieser Meisterschaft und ihr seid mitten in der Vorbereitung, habe ich zumindest jetzt gehört. Ist das richtig? Also ich war bis gerade eben noch Fußball spielen, wir sind den freien Nachmittag genießen und werde mich erst heute Abend dann wirklich vorbereiten. Ja, und ich bin schon mittendrin. Bist mittendrin. Das heißt, du hast es im Prinzip kurz unterbrochen für uns. Genau. Ja, für die, die euch nicht kennen sollten, das sollten, glaube ich, aber nur ganz, ganz wenige sein, die euch nicht kennen sollten. Wollt ihr euch mal selbst vorstellen? Okay, also ich bin die Jana Schneider. Ich bin 17 Jahre alt, habe jetzt gerade mein Abitur gemacht und spiele seit mittlerweile 13 Jahren Schach. Also ich habe es ganz früh gelernt und ja, bin auch relativ erfolgreich, würde ich es so sagen. Genau. Ja, ich bin Fiona Sieber, ich bin mittlerweile 19 Jahre und ich spiele noch nicht ganz seit 13 Jahren, aber seit 12 Jahren Schach. Ja, und ihr habt ein Understatement anscheinend, ne, weil du bist Europameisterin geworden bei der U16 weiblich, glaube ich, damals. Du bist Vize-Europameisterin geworden. Mhm. Ihr habt, glaube ich, zusammen x deutsche Jugendtitel. Du hast, glaube ich, 5, 6, wenn ich... Du hast, glaube ich, auch einige gesammelt. Hast auch mit einer Anzahl von 9 aus 9 bei der letzten U18 W 2018, glaube ich, abgeschlossen. Deine Jugendserie, ist das so richtig? Genau. Ja. Und genau, ein super Abschluss. Und du bist auch Vize-Europameisterin mit der Mannschaft. Genau, mit Anne-Marie zusammen. Richtig, genau. Und da war es ja so, dass du ja auch, glaube ich, in der letzten Runde auch noch gegen deine Mannschaftskollegin spielen musstest. Das ist... Nee, das war jetzt bei der Einzel-Europameisterschaft, als genau. Anne-Marie Dritte wurde. Bei der Team-Europameisterschaft haben wir eben zusammen im Team gespielt und genau. Dann natürlich nicht gegeneinander. Wie ist denn so das Gefühl dann? Es ist immer ein bisschen komisch, vor allem wir haben vor der letzten Runde noch so ein bisschen gewitzelt, so wenigstens spielen wir jetzt nicht gegeneinander, weil wir unterschiedliche Punkte haben und dann kam es am Ende halt doch, obwohl ich einen halben weniger hatte. Es war dann ein bisschen schwierig, weil wir beide halt eigentlich noch Chancen nach oben hatten und es war halt dann klar, dass es danach nur noch eine von uns hat. Ja, ich frage natürlich deswegen, weil ihr sitzt so fröhlich so nebeneinander und habt heute, glaube ich, noch 5,5 Stunden oder so gegeneinander gespielt. Ne? Und wie ist denn dann so nach dem Kampf und vor dem Kampf? Ihr versteht euch oder wie ist bei euch so das Verhältnis? Also wir sind, würde ich jetzt mal so sagen, gut befreundet und ich glaube, diese Freundschaft wird auch nicht kaputt gehen, auch wenn wir jetzt noch öfter gegeneinander spielen. Wie ist das ausgegangen, das Match? Wer hat gewonnen? Fiona hat gewonnen. Okay. Entschuldigung. Verdient gewonnen oder glücklich? Wie ist das einzuschätzen? Also ich fand mein Spiel relativ gut. Ich weiß nicht, wie Jana das sieht. Nein, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendeinen groben Patzer oder so gemacht hätte. Das war schon normaler Vertieferlauf, denke ich. Genau. Ja. Aber dadurch hat ihr, also Sachsen-Anhalt, für die Mannschaft, die ihr spielst, 5-3 gewonnen, ne? Genau. Und kann praktisch morgen selbst dann noch den Titel bekommen. So habe ich das gehört. Ja, das ist unser Ziel. Richtig, genau. Und ihr könnt ja auch noch irgendwas erreichen? Wir sind ziemlich jetzt aus dem Rennen. Unser, ja, wir wollen halt morgen vor allem nochmal gewinnen, damit wir sicher vor Bayern 2 landen. Okay, das ist also das oberste Ziel. So. Ja. Ihr habt ja schon häufiger bei der deutschen Ländermeisterschaft teilgenommen. Was ist denn so die Motivation für euch, an der Meisterschaft daran teilzunehmen? Einmal, indem man halt für das Team spielt und das eigene Bundesland versucht nach vorne zu bringen. Ja, und also an den vorderen Brettern habe ich auch immer relativ gute Gegner. Ja, für mich ist es auch immer ein schönes Turnier und es liegt halt auch immer ganz gut. Also früher hatte ich immer ein paar Tage schulfrei, jetzt kann ich eben noch vor Studienbeginn dort spielen. Und das ist immer ein schönes Gefühl, finde ich, weil mit der Mannschaft ist es doch oft auch schöner als jetzt so als Einzelkämpfer. Und man freut sich mit der Mannschaft und manchmal ist es halt auch ein bisschen schade, wenn es halt dann schief läuft. Aber ich spiele halt jetzt auch schon ewig DLM und bin halt auch immer die Erste, die gefragt wird. Und ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen verpflichtet, quasi jetzt da für Bayern anzutreten. Also klar, sie verpflichten mich nicht, aber... ich mache das quasi gerne da. Und du sagst gerade, es ist ein schönes Turnier. Warum ist das ein schönes Turnier für dich? Also bleibt Doppelrunden so ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, ich finde es auch ganz schön, dass man, also es gibt halt wenige Turniere, wo man jetzt wirklich so alle anderen deutschen Spitzenspieler und so sieht. Eben die deutsche Jugendmeisterschaft ist eins und deutsche Ländermeisterschaft ist meistens auch eins. Und man halt auch ganz viele Bekannte nochmal trifft und ganz viele Freunde und auch
oft auch ein bisschen Zeit hat, mit denen auch was zu machen. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es genauso. Man sieht ja echt viele Leute wieder. Und wie findet ihr beispielsweise denn dann nächstes Jahr die Meisterschaft? Ich weiß nicht, inwieweit ihr da so involviert seid. Nächstes Jahr soll die Deutsche Ländermeisterschaft ja in Berlin stattfinden und die soll im Rahmen der 50-jährigen DSJ, weil ihr eine Gala haben, 50 Jahre wird die DSJ ja alt, auch internationale Gäste einladen. Also sprich, wir wollen mit China, mit Norwegen, mit allen möglichen anderen Ländern das noch handeln. Wie steht ihr dazu? Also ich habe das gehört und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Idee. Also gerade jetzt in diesem Jahr, es werden ja immer mehr so Spielgemeinschaften, wo sich dann verschiedene Bundesländer zusammentun. Also so eine reine Bundesländermeisterschaft ist es quasi eh nicht mehr. Und ich meine, es muss ja jetzt nicht jedes Jahr sein, dass internationale Beteiligung ist, aber das mal so ein bisschen zu öffnen, finde ich schon ganz schön. Und man sieht bestimmt auch ein paar neue Gesichter. Du hast es jetzt gerade das erste Mal gehört oder kanntest du das schon? Ich habe es schon mal gehört, aber für mich geht es so ein bisschen über die Ländermeisterschaft hinaus. Das bedeutet? Also, das ist eher, ich meine, das ist ja eine schöne Idee, dass man so ein Turnier macht mit auch internationalen Gästen, aber für mich ist es eigentlich eine Ländermeisterschaft, wo eigentlich nur die Bundesländer spielen sollten. Okay, also. Aber man kann das natürlich auch flexibel handeln. Aber wäre nächstes Jahr dann, ne? Für die Deutsche Ländermeisterschaft. Ihr habt ja richtig viele Erfolge. Ja, Europameister, Vize-Europameisterin. Seht ihr euch eigentlich als Vorbilder? Auch im Mädchenbereich? Also ich erlebe das doch ab und zu, dass irgendwelche Eltern von kleinen Mädchen kommen und irgendwie mit mir ein Foto machen wollen oder so. Und ich finde es schon auch, also ich fühle mich da schon auch als Vorbild. Deswegen ist es auch so, deswegen mache ich zum Beispiel auch dieses Interview, weil ich denke, damit kann ich vielleicht Leute erreichen und vielleicht auch Leute motivieren, noch ein bisschen mehr Schach zu spielen und gerne Schach zu spielen. Ja, ich bin auch mal ein bisschen erstaunt, wenn mich andere Leute als Vorbild sehen, weil man selbst kommt ja jetzt nicht so unbedingt auf die Idee. Aber ich tue natürlich auch alles, um dann Schach an andere Kinder weiterzugeben. Besonders an kleine Mädchen, die sind ja immer besonders interessiert. Genau, und viele so denken so quasi so, wir sind so perfekt und super. Und obwohl wir dann selber irgendwie unsere ganzen eigenen Schwächen ja selber auch sehen, aber macht das ist immer ganz interessant, das so aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Macht ihr denn auch eigenes Jugendschach für euch? Gibt ihr denn selbst Training auch mit anderen Mädchen oder anderen Jungen, kleinen Jungs? Wie ist es bei euch in den Vereinen? Also ich gebe momentan kein Training, vor allem eben, weil es, also ich fange es jetzt vielleicht an, jetzt mit dem Studium, aber mit der Schule die letzten Jahre, das war stressig genug und dann das Wochenende bin ich meistens eben auch für Schach unterwegs und dann war es immer ein bisschen schwierig, aber ich bin jetzt immer belegen, das jetzt vielleicht auch zu machen. Ja, ich habe das letzte Jahr in der Schulschach-AG mitgemacht und sonst auch mal gelegentlich, wenn es sich so anbietet. Ich habe jetzt gerade meinen B-Trainerschein auch noch fertig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und welche Erfahrungen hast du da gesammelt, als du mit den kleinen Kiddies was gemacht hast? Was war so die Motivation dazu, den B-Trainerschein zu machen? Ja, um vor allen Dingen andere Kinder zum Schach zu begeistern, also dass jeder mal so die Möglichkeit hat, zu sehen, was Schach eigentlich ist und wenn er das dann wirklich weitermachen möchte, dann auch in den Verein zu gehen. Habt ihr denn andere Vorbilder in der Jugend gehabt oder habt ihr weiterhin noch Vorbilder, nach denen ihr strebt, im schachlichen Sinne? Also bei mir war immer so, verfolgt ja doch immer mal so die Weltspitze und ich hatte dann immer so immer verschiedene Favoriten und das wechselt auch immer mal wieder. Und welches ist aktuell? Aktuell finde ich einige, also ganz interessant. Vor allem jetzt mittlerweile verstehe ich halt den Spielstil auch ein bisschen besser als jetzt früher. Früher dachte man halt, oh, die spielen so gut. Und jetzt mittlerweile kann man auch aus deren Partien vielleicht selber ein bisschen mehr mitnehmen als jetzt früher, als man sich das nur durchgeklickt hat und so. Und jetzt hat er irgendwie einen guten Zug gemacht, warum auch immer. Ja, so ein bisschen die Top-Leute verfolgen mache ich auch manchmal. Aber für mich sind da jetzt nicht so speziell die Vorbilder dabei. Manchmal hat man halt so eine Phase, wo man einen bestimmten Spieler, den Spielstil besonders gut findet, aber dann ändert sich das bei mir auch relativ schnell wieder. Ja, ihr seid ja erfolgreiche Mädels schon früh gewesen. Und könnt ihr denn den Zuschauern denn mal so einen Tipp geben, wie man als Mädchen denn dabei bleibt? Weil ihr kennt das ja sicher auch aus den eigenen Geschichten, dass ihr ein paar Mädchen bis wenige Mädchen seid und ganz viele Jungs um euch herum. Und das ist doch dann bestimmt immer schwierig für die Mädels, oder?
Fand ich jetzt gar nicht so sehr. Also gerade, also es gibt ja auch viele Jungs im Schach, mit denen ich mich gut verstehe. Und also bei mir war es vor allem auch so, dass ich ganz viele Freundschaften durch Schach geknüpft habe und dann quasi auch die Leute, die ich dann ganz Deutschland kenne, auch wiedersehen will. Und na gut, also Erfolg ist halt auch motivierend. Wenn man dann wirklich erfolgreich ist, dann will man auch dranbleiben und weiter trainieren und vielleicht den Trainer auch ein bisschen stolz machen und sowas. Ja, das ist, zum einen ist das jetzt ein Nachteil, dass man nicht so viele weibliche Freundinnen haben kann am Anfang, aber zum anderen ist das halt auch ein Vorteil, weil es einfacher ist, Erfolge auf deutscher Ebene zu erzielen als Mädchen, als wenn man da jetzt als Junge sich da hochkämpfen muss. Da ja, und Erfolge motivieren, ja, wie gesagt. Das ist wirklich so. Wie findet ihr denn das Mädchenschach in Deutschland? Also ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass es eben versucht wird zu fördern. Obwohl, also ich persönlich, also ich habe jetzt auch mehrmals bei den Jungs bei den Jugendmeisterschaften gespielt. Ich mochte das immer lieber, mit den Jungs zu spielen. Aber ich verstehe schon, manchmal ist es irgendwie ein bisschen unfair, wenn die Mädchen mit den Jungs gemeinsam spielen. Deswegen finde ich es okay, dass sie es jetzt getrennt haben, obwohl man dann vielleicht eher gegen Freundinnen spielt und so. Und ansonsten würde ich mir vielleicht wünschen, noch mehr so wirklich so reine Frauenturniere. Es gibt ja jetzt das German Masters, aber ansonsten halt doch wenig. Ja, also ich fand es auch früher mal gut, mit den Jungs zusammen zu spielen. Einfach nur, wenn man jetzt gegen die Mädchen spielt, hat man vielleicht maximal eine Handvoll starke Gegnerinnen, aber spielt dann halt auch gegen relativ Schwache und das ist dann irgendwann nicht mehr so schön. Und ja, also es gibt ja diese Diskussion, eben Trennung, Nicht-Trennung im jüngeren Bereich. Man sieht das dann eben, dann holen Mädchen bei uns in Deutschland dann eben 10 aus 11 und sind dann in internationalen Turnieren dann trotzdem eher im Mittelfeld bis hinten angesiedelt. Sollte man das wieder öffnen, dass die Mädels dann doch gegen die Jungs spielen, um zu sehen, wie schwierig das denn eigentlich ist? Also es sind schon auch Meisterschaften da zu geben. Also ich erinnere mich an eine, 2014 oder so, glaube ich, Sophia Brunner irgendwie ganz weit vorne war und dann halt irgendwie gegen Vincent Keimer und Frederik Swahn und so die letzten 3 Runden verloren hat und dann quasi doch noch überholt wurde. Das finde ich halt auch schade, weil also quasi so, sie hätte es verdient gehabt, aber durch die starken Jungs hat sie es nicht geschafft. Obwohl ich persönlich jetzt halt vor allem gute Erfahrungen mit den Jungs gemeinsam hatte. Ja, ich hatte das auch, dass meine ersten Deutschen, dass ich immer Buchholz-Duelle mit Clara Victoria Graf damals hatte. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber es ist halt schon, ist eine bessere Vorbereitung für die Jüngeren auf die internationalen Meisterschaften. Und also vielleicht kann man das halt irgendwie so eine Art Kombination machen, irgendwie eine, vielleicht noch Stichkämpfe oder so, aber das ist dann, das wäre dann ja auch, wenn man Schnellschach das ausspielen würde, das ist ja auch blöd, weil eigentlich muss es ja im Langschach stattfinden. Also es ist halt relativ schwierig, das irgendwie so zu machen, dass alle damit zufrieden sind. Die Frage habt ihr bestimmt schon 1000 Mal gehört. trotzdem wird sie immer wieder gestellt und ich stelle sie selbstverständlich auch. Was ist denn dann der große Unterschied zwischen den Mädels und den Jungs in der Spielstärke? Es liegt wahrscheinlich schon mit daran, dass es weniger Mädchen gibt, die Schach spielen. Also das ist halt einfach so und dann können auch weniger Mädchen wirklich gut werden. Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Also es soll wohl auch irgendwelche biologischen Gründe geben, kenne ich mich jetzt nicht genau aus. Ich weiß nicht, ob du da was Genaueres weißt. Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich habe noch diese Theorie gehört, dass man dadurch stärker wird, dass man wirklich starke Konkurrenz hat und dass das nur ein bisschen das Training so befeuert. Aber also ich würde da jetzt auch nicht sagen, genau daran liegt es. Ich denke, das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allen möglichen Dingen. Bereitet ihr euch denn anders auf Jungs als gegen Mädchen vor? Gibt es da eine andere psychologische Barriere oder ist es dann für euch leichter, gegen Jungs zu spielen als gegen Mädels? Spielst du lieber gegen, also konkret gefragt, spielst du lieber gegen Jungs oder gegen Mädels, wenn es die gleiche Spielstärke wäre? Ich könnte es wirklich nicht sagen. Also ich habe jetzt in letzter Zeit mir vor allem Mädchenturniere gespielt, aber ich spiele sowohl gerne gegen Jungs als auch gegen Mädchen. Obwohl ich zum Beispiel, also es ist wirklich so gegen Annemarie oder Fiona spiele ich nicht so gern. Weil es ist halt irgendwie, also wenn man jetzt gegen jemanden spielt, den man eher nicht kennt, dann kann man gewinnen und dann ist man trotzdem irgendwie nicht im Hinterköpfchen so ein bisschen, ja, jetzt hat Fiona verloren. Ja, bei mir ist es genauso. Wenn ich gegen Leute spiele, die ich kenne, finde ich das auch immer nicht so gut. Ja, und
Aber zwischen, sonst würde ich da auch keinen Unterschied machen, ob man jetzt gegen Männer oder gegen Frauen spielt. Manchmal, es macht halt einen Unterschied, ob man jetzt gegen professionelle Schachspieler spielt oder ob man gegen Hobby-Schachspieler spielt. Und bei den Frauen sind da tendenziell mit geringerer Spielstärke auch schon die Leute professionelle Spieler. Da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen, so, die bereiten sich dann auch besser vor und sowas. Aber ich würde das jetzt kein genereller Geschlechterunterschied. Bereitet ihr euch, wenn ihr jetzt hier bei so einer deutschen Ländermeisterschaft seid oder Europameisterschaft seid, ist es da auch mal interessant, einen anderen Trainer zu haben oder ist es immer besser, den eigenen Trainer zu haben? Also ich mag es eigentlich lieber, wenn ich den eigenen Trainer habe, weil der weiß auch, was ich spiele. Und also ich trainiere mit Michael Prosikin und der sitzt dieses Mal auch als Betreuer von Bayern mit dabei. Das ist ganz gut. Und ansonsten zum Beispiel mit Tatjana trainiere ich auch gern, die trainiert Fiona. Weil, aber auch sie, bei ihr ist es so, dass sie halt dann immer mit meinem Trainer quasi so ein bisschen chattet, was vielleicht ganz gut wäre, weil die ihn eben auch ganz gut kennt. Ansonsten, also ich finde es halt manchmal ein bisschen schwieriger, so mit anderen Trainern, die halt dann nicht so wirklich wissen, wie ich spiele, was mein Spielstil ist, was ich gerne für Öffnungen spiele und was halt irgendwie einfach nicht passt. Bei dir? Bei mir kommt es immer sehr auf den Trainer an. Okay, wenn das der eigene Trainer ist, dann hat man schon so ein bisschen, dann weiß der ja schon den eigenen Spielstil und sowas. Aber bei anderen Trainern kommt eventuell ein interessanter Input noch rein. Sowas, was der eigene Trainer gar nicht mal vorschlagen würde. Und ja, es kommt aber wirklich auf den Trainer an, wenn der dann irgendwelche Sachen vorschlägt, die nicht zu mir passen, dann bringt mir das natürlich auch wenig. Ja, ich frage mich deswegen, weil ich habe mal ein Interview von dir gelesen, wo du dann auf Bernd Rosen eingegangen bist, der im Prinzip ja nur bei einer WM oder EM mal Trainer gewesen ist und den du aber dann eben trotzdem in dieser Situation dann eben sehr stark gelobt hast. Und deswegen frage ich da so genau nach. Ja, das war damals dann wahrscheinlich einfach eine gute Vorbereitung von Bernd Rosen. Okay. Verfolgt ihr, also du hast ja bei der EM mitgemacht, bei der Jugend-EM jetzt mitgemacht. Verfolgt ihr denn jetzt auch, was gerade in Indien passiert? Ja, also ich schaue mal so ein bisschen rein, wie jetzt gerade sie so gespielt haben. Aber jetzt auch nicht alle Altersklassen, sondern eher so mal kurz drüber geflogen, wie die Deutschen jetzt gerade abgeschnitten haben. Wäre es mal für dich noch interessant gewesen, bei der WM mitzuspielen oder in Indien oder sagst du, nee, bloß nicht Indien? Nee, also mein Bereich entweder EM oder WM, ich brauche da nicht beides zu spielen. Meistens spielen eh so ungefähr die gleichen Leute mit. Und ich habe mich jetzt eben für Europameisterschaft entschieden. Es lag halt einfach zeitlich besser. Ich hatte Ferien und alles. Und ich konnte eben jetzt deutsche Ländermeisterschaft auch noch spielen. Und Indien ist halt viel weiter weg. Und vor allem hätte ich es eben nicht bezahlt bekommen, sondern hätte als Selbstzahler was fahren müssen. Und das wäre dann einfach zu teuer gewesen. Dafür, dass es die gleichen Leute quasi sind wie in Bratislava. Also nicht komplett die gleichen, aber es ist ähnlich besetzt jetzt von der Spielstärke her und so. Habt ihr denn mal eine WM gespielt außerhalb vom europäischen Kontinent? Ja, ich habe mal in Al-Ain in den Arabischen Emiraten gespielt. Ich auch. Und ich war noch in Brasilien 2011. Okay. Wie ist denn das da mit dem, wegen Indien jetzt mit dem Wetter, hat das einen großen Einfluss auf die Spielstärke oder wart ihr damals noch zu jung für sie? Ja, das ist dann 8 Jahre her. Ne? Ewig, ja. Also da war mir, glaube ich, auch noch gar nicht so die Jetlag oder so gar nicht so richtig bewusst, dass jetzt so ein ewiger Zeitunterschied ist. Ich glaube, das wäre jetzt heute auch irgendwie anders, da würde ich mich mehr beeinflusst fühlen. Aber also ich fand es da ganz schön, es gab so überall Palmen und lecker Obst und so. Und das hat schon seine Vorteile, wenn man da irgendwie, auch wenn man da, ich glaube, ich war im November da, wenn es da trotzdem schön warm ist in Al-Ain, war ja auch. Also. Welchen Trainertyp bevorzugt ihr denn eigentlich? So einen, der so stringent ist und der auch eher streng ist oder ein Trainertyp, der eher lockerer ist? Was bevorzugt ihr? Also ich mag es, glaube ich, eher lieber locker. Also jetzt nicht zu locker alles nehmen, aber jemand, der mich jetzt nicht irgendwie total fertig macht, wenn ich schlecht gespielt habe, sondern mich eher so quasi darauf hinweist, was ich hätte besser machen können und jetzt nicht so schimpfen oder so. Ich glaube, damit komme ich nicht so klar. Dann würde ich mich irgendwie nur so angegriffen fühlen und noch weiter zurückkommen. Also nicht. Ich denke, ich würde mit beidem relativ gut klarkommen. Wenn man halt einen strengen Trainer hat, dann ist es auch eine gewisse Motivation, dass man irgendwie ein Lob von dem Trainer auch mal bekommen möchte und nicht die ganze Zeit nur irgendwelche negativen Sachen
gesagt bekommen möchte. Aber ein lockerer Trainer hat natürlich auch gewisse Vorteile. Genau, bei mir ist es auch so, ich möchte halt auch einen Trainer, der, wenn er mich lobt, dass es halt auch wirklich ein Lob ist, dass ich dann wirklich gut gespielt habe und das ist nicht so wie bei jedem Sieg, dass er mich lobt oder so. Das finde ich irgendwie falsch. Ja, genau. Dann kommen wir mal auf eure Zukunft im schachlichen Bereich zu sprechen. Was habt ihr denn noch vor? Also ich möchte in naher Zukunft auf jeden Fall noch meine dritte WGM-Norm machen. Und ja, du bist jetzt schon Nationalmannschaft, ich würde das gerne noch anstreben in den nächsten Jahren. Ja, bei den WGM-Normen bist du schon ein Stück weiter als ich. Ich habe da erst eine und ich arbeite da auch an meinen nächsten zwei. Ja, und natürlich Nationalmannschaft weiterhin spielen. Ja, das ja, sind also so ja, genau, aber Ziele. Wie seht ihr denn das? Olympiade, Lissi Pätz ist nicht mehr dabei, also derzeit. Kann sein, dass sie irgendwann mal zurückkommt. Lara Schulze dann an Brett 1 und dann, wie ist dann der Rest so nach dem Motto im Moment? Ne? Wie seht ihr denn so die Olympiade bzw. die Frauennationalmannschaft so in der mittleren Zukunft? Ich finde, es gibt viele Spielerinnen, also momentan, die halt so ungefähr auf dem gleichen Niveau sind und ich finde es schwierig, da wirklich so, also ich finde es auch eine schwierige Aufgabe, da wirklich so quasi 5 auszuwählen, die dann irgendwie die Besten davon sein sollen. Also ist wirklich keine einfache Aufgabe, finde ich. Und im Nachhinein ist man immer schlauer, was jetzt besser ist. Und es ist halt immer schwierig, wenn dann irgendwie nur Kritik geübt wird. Und, aber es mir ist trotzdem nicht so ganz klar. Und welche Kritik meinst du genau? Naja, also ich meine, die deutsche Frauennationalmannschaft spielt halt einfach nicht gut. Also in den ganzen letzten Jahren. Und klar, es muss jetzt irgendwie ein Grund dafür gefunden werden. Aber also ich weiß nicht, woran es liegt. Und es gibt halt mal, dass Spielerinnen ein schlechtes Turnier haben. Schade, wenn es dann mehrere im Team sind. Ja, du hast ja schon andere Einblicke. Du hast ja schon in der Nationalmannschaft gespielt. Mehrfach auch schon, ne? Ein eigenes Turnier, glaube ich, oder? Ja, ich habe jetzt bei dem Länderkampf in Baku 2017 gespielt. Und mit Europa Cup. Letztes Jahr. Dann haben wir beide noch Länderkampf in Apolda jetzt vor kurzem gespielt. Stimmt, du bist noch eingeflogen worden. Genau. Ja, ich habe auch einen mit Europa Cup gespielt. Ja, aber wie siehst du das denn auch, als schon die Nationalmannschaft so ein bisschen mehr verankert ist? Ja, Jana hat ja jetzt das Problem schon geschildert. Und ja, es ist halt immer dann schwierig, weil es beschweren sich dann natürlich auch die Leute, die da nicht berücksichtigt wurden manchmal. Ja, und jetzt haben wir auch einen neuen Captain, Alexander Naumann, und hoffentlich wird das jetzt ein bisschen besser und wir hoffen halt alle, dass wir dieses Mal ein gutes Turnier spielen können. Ja, man hat immer das Gefühl, es ist irgendwie so ein bisschen Zickenkrieg und vor allem so im Nachhinein wollen alle irgendwie schlauer sein und wollen wissen, was wäre besser gewesen. Ja, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, wer da jetzt spielen darf. Was kann denn so ein Andreas Naumann denn bewirken? Alexander, Entschuldigung, klar. Tut mir leid, Alexander. Ich denke vor allem so ein bisschen so Ruhe ausstrahlen. Also ich glaube, also die Mannschaft braucht eben jemanden, der irgendwie für sie da ist und auch für ihre Probleme und so. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt vorher nicht so gewesen. Weiß ich nicht, war nicht dabei. Aber ich meine, ich habe ihn ja jetzt auch in Apolda kennengelernt und also auf mich wirkt er auf jeden Fall sehr sympathisch und auch jemand, der das vielleicht irgendwie schafft, da wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Mannschaft und dass es wieder besser läuft. Ja, und wenn sich anfängt, die Situation zum Beispiel ein bisschen zu verschärfen oder irgendwelche Diskussionen auftreten, traue ich ihm halt auch zu, dass er dann da streng durchgreift und guckt, dass sowas nicht irgendwie ausartet. Oh. Ich finde es mal wichtig, dass halt ein gesundes Klima in der Mannschaft ist, dass man sich halt wirklich als Team fühlt und nicht da irgendwie sich gegenseitig irgendwie runtermacht oder so. Ja gut, das ist wenn auch mal jemand schlecht spielt. Genau, das ist ja, deswegen hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, spielst du lieber in der Mannschaft als Einzelturniere, ne? Wenn die Mannschaft gut zusammenpasst. Ja, nicht unbedingt. Manchmal ist irgendwie, ich habe schon oft erlebt, dass ich in der Mannschaft einfach nicht so gut spiele. Aber na gut, jetzt Team EM lief ziemlich gut, deswegen bin ich jetzt wieder motiviert für die Mannschaft. Aber mal schauen, also es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Mannschaft an, ob die sich kennt und so. Und ja, ich weiß auch nicht, warum das genauso ist. Eigentlich sind es ja wirklich nur 8 Einzelpartien, aber irgendwie ist es doch trotzdem irgendwie ein bisschen wichtig.
Ja, man hat auch eine gewisse Verantwortung einfach für die Mannschaft, dass man nicht so schnell verlieren darf oder so. Mhm. Und das ist schon noch ein bisschen was anderes. Oder nicht so schnell Remis spielt, man weiß ja nicht, was kommt. Ja, am besten gar nicht Remis spielt. Ja, oh. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Ich muss immer nicht selber entscheiden, ob ich jetzt Remis mache oder nicht. Das ist gut. Ja. Da wird euch die Entscheidung sozusagen abgenommen. Ja. Ja, also du hattest gesagt eben, du spielst eben praktisch auf deinen Titel WGM, ne, und möchtest gerne in die Frauennationalmannschaft kommen. Bei dir habe ich es noch nicht so genau rausgehört, was die nächsten Ziele sind bei dir. Auch der WGM-Titel und dann weiterhin in der Nationalmannschaft bleiben. Ja, das sind erstmal so ein bisschen kurzfristige Ziele und dann schaue ich mal. Habt ihr denn auch so mal über den Tellerrand hinausgeguckt? Jetzt würdet ihr zum Beispiel auch Online-Schach mal machen per Video, weil das klappt ja hier super auch. Das könnte man das ja auch per Video mal machen, so online streamen. Habt ihr daran mal gedacht? Ich habe es schon überlegt, aber für mich war das jetzt bisher immer noch ein bisschen früh. Ich wollte erst mal abwarten, bis ich mit der Schule fertig bin und jetzt mein Studium anfange und so. Und, weiß nicht. Ich wüsste jetzt halt auch nicht so direkt, über was ich jetzt reden würde. Ja, Online-Streaming beim Schach ist ja im Prinzip nichts, also, weil die Frauen sind ja da doch sehr begehrt sozusagen. Ja, deswegen kann man da auch schon einiges erreichen. Deswegen frage ich mal. Meinst du jetzt als Kommentator praktisch von irgendwelchen? Nee, Online-Streaming, dass man selbst eben Schach spielt gegen andere, dass du so eine Art Benta-Blitz machst, du die ganze Zeit sowas in der Richtung. Sowas meine ich dann. Mhm. Sowas ist eher nicht meins. Also ich spiele schon auch online, aber wenn ich online spiele, dann jetzt nicht, dass ich mich noch irgendwie unterhalte oder so. Ja, für mich steht halt auch mein eigenes Training eher im Vordergrund. Ich möchte mich dann auch auf meine Partie konzentrieren. Und das ist halt schon was anderes, wenn man seine Ideen noch so erläutern muss. Also ich kann es mir ein paar Mal vorstellen, aber jetzt nicht so öfter. Ja. Dann noch einige Worte so zum Schluss. Wie sieht es denn eben aus der außerschachlichen Laufbahn aus? Was macht ihr denn im Moment derzeit? Also ich habe jetzt mein Abi gemacht und fange jetzt an in Würzburg, also auch hier Psychologie zu studieren, jetzt Mitte Oktober, und habe jetzt aber noch eine Woche Ferien und habe jetzt auch viel Urlaub gemacht im Sommer. Und warum Psychologie? Na gut, es ist jetzt nicht umsonst, dass das irgendwie so gut wie alle Frauen machen. Also nicht alle, aber schon einige. Deswegen hatte ich auch einige, mit denen ich darüber reden konnte und die mir das auch teilweise empfohlen haben, teilweise nicht so, aber also ich finde es einfach interessant. Also ich weiß nicht genau, was jetzt da auf mich zukommt, ob es mir dann im Studium immer noch gefällt, aber ja, ich habe mich dafür entschieden. Und bei dir? Ich studiere jetzt hier seit einem Jahr Physik und es gefällt mir noch. Weiterhin? Ja. Genau. Was möchtest du machen später? Steht da schon irgendwas fest? Ich bin mir noch nicht so sicher. Es gibt auch ziemlich viele Teilgebiete, die man jetzt am Anfang noch gar nicht alle kennengelernt hat. Man kann in die Lehre, in die Forschung, in die Industrie gehen und auch irgendwie branchenfremd was machen. Also da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch oder sehr herzlich bei euch und wünsche euch noch viel Spaß und ein bisschen trainieren noch für die letzte Runde und damit der Erfolg dann zu euch kommt. Alles klar, Dankeschön. Gleichfalls. Ja.